So, und jetzt schauen wir uns noch ein bisschen um. Weil wo ein Buch ist, können noch mehr sein? Nein, Bücher wahrscheinlich nicht, aber irgendwas, was wir noch verkaufen könnten. Au. Okay, nach Fallen suchende Diebesgilde, darauf hätten wir irgendwie auch kommen können. Das leer. Bücherregale haben meistens nur Bücher. Der Schreibtisch da hinten sieht doch gut aus. Stell dich dahin, such mal nach Fallen und währenddessen machst du schon mal ein paar kleine Geschäfte. Was hat Minz denn noch so zu verkaufen? Nix. Nix ist wenig. Verkaufen wir mal den Stab nur. Der bringt am wenigsten Gold, das hat auch am wenigsten Ladung. Weil das Nervigste, was man haben kann, ist, man hat einen Quickslot mit nur einem Stab drin und der hat nur eine Ladung, ohne dass man es weiß. Also der kommt weg. Das Kurzschwert. Identifizier mal kurz. Nur 1W6 Schaden plus 3 ETW 0. Nee, das ist ihrer, glaube ich, besser. Das heißt, der kann auch weg. Und schon sind wir auf 5500. Das sieht doch besser aus. Wolkenriesenstärke, ja. Nur ein. Davon hätten wir ein paar mehr brauchen können. Ich meine, wir haben davon zwar jetzt schon welche, aber wir wissen nicht, wie viele Kämpfe jetzt noch genau kommen. Und jeder Krieger sollte eigentlich Wolkenriesenstärke haben, weil das das Höchste ist. Oder war das Sturmriesenstärke? Gucke ich gleich mal. Erstmal genug Heiltränke. Das müsste jetzt langsam eigentlich reichen. Aber meine Hand kann nicht aufhören. So. Magisches Schild. Haben wir davon noch welche? So, du erstmal Wolkenriesenstärke. 2 Stück an ihn. Und die machen 23. Ich glaube, es gab noch einen mit 24. So, Heiltränke haben wir auch genug. Das nicht wegschmeißen, das kannst du Jahira. Quatsch, Düna hier. Du auch noch Tränke, aber wir haben keine magischen Schutztränke mehr, außer. Was bist du? Trank des Schildes. 3 Runden. Nee. Du warst Feuerriesenstärke? Gut, das bekommst dann erstmal du. Schnelligkeitstrank. Ja, für den Fall verteilen wir die auch nochmal. Dass unsere Haste irgendwie gebannt wird. Die kommen da hoch. Oh nein, nicht du. Ihr kommt da hoch. Du Dolch. Keine Ahnung. Schleuder plus 1 kann auch weg. So, Magiebannen ist wichtig. Feuerball ist auch sehr wichtig. Ablenkung ist sehr, sehr wichtig. Davon haben wir noch einen Stab. Ja, und welcher Feuerballstab hat jetzt am meisten Ladung? Kann man das irgendwo anders nachgucken? Nee, ne? Schade, schade. Na gut, müssen wir halt auf das Beste hoffen. Na, die Kugeln brauchen wir nicht wirklich. Du hast Bum-Bum-Pfeile, das ist gut. Den geben wir dann mal die Zauberbrechen-Pfeile auch schon mal in den Köcher. Nur für den Fall, dass irgendjemand übernommen oder verwirrt wird. Du hast deine Flammenstrahlstäbe. Oh, nur noch 12 Kugeln. Gib mal ein paar ab hier. Kann ja nicht sein. Egoistisches Vibe. So. Also diese magischen Schutztränke sollten wir uns auch noch. Du kannst sprechen. Diese magischen Schutztränke sollten wir uns auch noch holen. Weil wer weiß, was dann auf uns zukommt. Wo wart ihr? Magieabwehrtrank und Magiewiderstandstrank. Immunität gegen jede Art von Zaubern bis hinauf zur 5. Stufe. Hält aber nur 5 Phasen lang. Das ist nicht lang. 10 Phasen lang. Und kostet ein bisschen weniger. Magischer Schild ist 3 Phasen lang. Nee, die brauchen wir nicht. Kaufen wir die mal. Er hat nur einen einzigen. Ja, nee. Das ist irgendwie witzlos. Trank der Macht.
Wie lange hältst du? 4 Phasen. Ist alles so kurzfristig. Na gut, hier gibt es für uns nichts mehr zu holen. Wir gehen jetzt runter und hoffen, dass wir da schlafen können in Ruhe. Ach, immer mit dem Schreibtisch. Naja, wir brauchen jetzt eh keine Gegenstände mehr, da sie nichts Ordentliches zu verkaufen hat. Seid dreimal verflucht. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber wenn ihr mit dem zusammenarbeitet, der mich niedergestreckt hat, könnt ihr euch gleich in den Hades aufmachen. Mögen die Geister derer, die dieses Labyrinth gebaut haben, euch hinunterziehen. Warum nimmt jeder an, dass wir zu Sarabok gehören? Ich meine, okay, er ist vor uns aufgetaucht, aber wenn jemand auftaucht und wegläuft, dann läuft er meistens vor jemanden weg und nicht mit jemanden weg. Ah, seid ihr verletzt? Wer hat euch das angetan, auch wenn wir wissen, dass Sarabok das war? Wer? Sarabok war es. Ich habe ihn wiedererkannt, weil ich vorgestern die Basis des Eisenthrons erforscht habe. Mir ist nichts passiert. Er war so in Eile, dass er mich nicht vollkommen erledigen konnte. Ihr habt meinen Segen, wenn ihr ihn erwischt. Könnt ihr mich durch das Labyrinth führen, damit ich ihn finde? Ha! Ich meine, nein. Nein, das mache ich nicht. Ich habe noch nie jemanden lebendig aus dem Labyrinth kommen sehen. Nicht, dass ihr nicht überleben werdet und so. Ich wette, ihr tanzt einfach hindurch und habt keine Probleme. Yep, ich warte hier draußen und höre von euch, okay? Hab keine Lust, die Untoten zu treffen oder die grünen Schleimmonster, die das Labyrinth sauber halten. Muss auch wieder zu Atem kommen. Ihr versteht schon. Ja, wir verstehen schon, du Feigling. Wohin führt das Labyrinth? Ich weiß nicht so genau, obwohl man sagt, dass sich unter dieser Stadt noch eine zweite befindet. Vielleicht kann euch so ein Archäologen-Klugscheißer mehr dazu sagen. Das ist jetzt keine richtige Stadt da unten, versteht mich nicht falsch. Das sind alles nur Überreste, verständlicherweise. Wenn die Lage von Baldurs Tor so vorteilhaft ist, dann kann man sich schon vorstellen, dass es hier schon einmal eine Stadt gab. Mich kümmert's wenig. Nichts als totes Zeug da unten. Und jetzt fort mit euch. Ich verstehe. Oh, hört euch gut. Ja, von mir aus. Ich will nur sicher gehen, dass ihr diesem Sarabok ein bisschen Stahl zu kosten gebt. Gut, also, Untote sollen da unten sein und grün Schleim. Schleim klingt jetzt hier nicht wirklich bedrohlich, aber doch, in Dolags Turm hatten wir einen grünen Schleim gehabt, der sich gespalten hatte, wenn man ihn nicht mit Feuer bekämpft. Darauf sollten wir schon mal achten. Aber erstmal wollten wir schlafen. Das klappt hoffentlich. Ja, schön, schön. Auch nicht überfallen von irgendwelchem grünen Schleim oder Ghoulen oder was weiß ich hier noch unten rumkreucht. Das ist auch schön. Jetzt heilen wir erstmal hoch und dann wird Immun vorgeschickt, weil es ist ein Labyrinth, da werden Fallen sein. Du noch eine große Heilung auf Gerugon. Du noch mal eine kleine Heilung auf Kalet. Keine Falle bisher. Na gut, dann gehen wir da in die Ecke. Und der Rest rückt auf. Manu hat immer noch so wenig Lebenspunkte. Dann noch eine große Heilung. Achso, sie kommt nicht durch. Ja, mach mal Platz. Du Hand auflegen auf Immun. Keine Falle. Rest rückt nach. Hat sich Sarabok aber genau das richtige Gebiet ausgesucht, um seinen Rückzugsort festzulegen. Also, dass er jetzt durch das Labyrinth hier läuft, das er wahrscheinlich total auswendig kennt. Und wir Zeit verlieren, weil wir es halt nicht kennen und auf die Fallen achten müssen. Und er kann jetzt irgendwas Böses vorbereiten. Also seine restlichen Anhänger zusammenrufen oder irgendwelche Dämonen beschwören. Da ist wohl eine Sackgasse. Aber ja, werden wir uns halt auch gut vorbereiten müssen, sobald wir herausfinden, wo genau er ist. Also übereilen sollten wir jetzt gar nichts. Oh, Schleim. Stopp. Ihr dahin. Du um die Ecke. Ja, nein. Genau, um die Ecke immerhin. Und dann gucken wir mal, ob das normaler Schleim ist oder dieser Spaltschleim. 65 Erfahrungspunkte. Ja, das wird nicht der Spaltschleim sein. Das wäre ein bisschen albern, so wenig EP dafür. So. Ja, so weit, so gut. Jetzt haben wir noch einen Orangenschleim. Ocker. Ja, das ist auch eine super Farbe. Ocker. Nein, das ist orange. Bräunlich. Irgendwas. Der hält aber schon ein bisschen mehr aus. So, ihr beiden rückt mal nach.
Oder auch nicht. 260 EP. Hier könnte eine Geheimtür sein. Immerhin. Nein, nein, darum. Und nach Fallen suchen. Immer schön nach Fallen suchen. So, bleib mal da so stehen. Aber so ein richtiges Labyrinth war das bisher ja noch nicht. Ich meine, keine wirkliche Abzweigmöglichkeit. Und hier scheint doch kein Geheimgang zu sein. Aber vielleicht wird das ja noch. So, da in die Ecke. Fallen hatten wir bisher auch noch keine, ne? Das ist echt ein komisches Labyrinth. Bisschen Schleim. Alles aus Holz. Das heißt, theoretisch, wenn man sich die Mühe machen würde, könnte man einfach hier durchbrechen. Also, wenn es von der Spielmechanik möglich wäre, aber ja. Oder einfach abbrennen und warten. Aber dafür haben wir nicht die Zeit. Also immerhin zur nächsten Ecke. Oh, Grünschleim. Aber du wirst wieder nur so ein Maler sein, ne? Schieß einfach mal drauf. Mit Säurepfeilen gegen Grünschleim. Gucken, ob das klappt. Ein Schaden. Ne, nicht wirklich gut. So, alle da drauf. Oh, hier ist eine Abzweigmöglichkeit. Guck doch mal kurz, solange die da kämpfen, ob das wirklich eine Abzweigung ist oder gleich wieder eine Sackgasse. Und gleich wieder eine Sackgasse. Ja. Aber die Karte ist recht groß, also. Du, da drauf. Und ihr solltet schon den Hauptgang verfolgen und nicht irgendwo abzweigen. Genau. Na gut, aber ich denke, ich werde jetzt entweder pausieren oder Zeitraffer benutzen. Das weiß ich noch nicht genau, weil immer nur nach Fallen suchen, an Ecken stehen bleiben und irgendwelchen kleinen Grünschleim töten, ist nicht wirklich so interessant. Also sehen wir uns gleich wieder. Ah, da scheint es endlich rauszugehen. Und wer bist du? Ich schätze, ihr seid am Ende. Ach ja, dachte ich mir, dass ihr es seid. Ist ja fast wie ein Familientreffen hier, was? Ich wusste doch, dass ihr mir folgen würdet. Ihr beiden seid aus demselben Holz geschnitzt. Ihr müsst den Kampf beginnen, sonst wird er euch niederschlagen. Das würde aber auch nichts machen, denn ihr habt ihn bereits geschlagen. Seine Pläne sind verwirkt und seine Verbündeten fliehen in Scharen. Solch hehre Ziele, wenn auch niemand das wahre Verlangen dahinter erkannte. Niemand außer mir natürlich. Leider bin ich jetzt entbehrlich, aber auch das habe ich erwartet. Und wer bist du? Welche Rolle habt ihr dabei gespielt? Warum habt ihr ihm geholfen, wenn ihr doch wusstet, dass er euch nur wegwerfen würde? Welche Rolle ich gespielt habe? Ich war Saravoks Mentor und ich habe ihn in den schwärzesten Ritualen unterrichtet. Wenn er Erfolg hätte, wäre ich mit Sicherheit unter den Toten, doch mein Name würde in seinen Taten weiterleben. Es gibt auch nach dem Tode noch etwas, wenn man auf die richtige Art stirbt. Und wie sollte es in der Geschichte keinen Platz für den Lehrmeister geben, der die Handlung des aufstrebenden Herrn des Todes gelenkt hat? Ihr würdet das nicht verstehen. Ihr wurdet für Taten in den Reichen geboren. Wir übrigen müssen uns unseren Platz in der Welt erst mit allen Mitteln erkämpfen. Er hat das gemacht, um berühmt zu werden? Das... Ja, arroganter Narr, ihr habt den Tod wahrhaftig verdient. Mein Leben ist dennoch verwirkt. Saravok hat mich hier wegen meines Versagens zurückgelassen. Er wollte, dass ich die Großherzöge ausschalte und nicht, dass ich seine Flucht beeinflusse, wie ich es tat. Für ihn ist Versagen keine Option, eine oft auftretende Schwäche bei mächtigeren Göttern. Er wird mich suchen, sobald er erkennt, dass mich sein erster Schlag nicht getötet hat. Macht mit mir, was ihr wollt. Ich erwarte mein Schicksal, ob es nun sofort oder später ereignet. Nee, kaltblütig umbringen werden wir ihn nicht. Auch wenn er es wahrscheinlich verdient hätte. Aber er ist einfach nur ein erbärmlicher alter Mann. Also gehen wir jetzt weiter. Da müssen wir wahrscheinlich hin. So, aber zuallererst
Abspeichern. LP 109, Ende. Fragezeichen. Hey, wo ist das Fragezeichen hin? Na gut, Ende, Ausrufezeichen.